Moin Leute, letztes Jan was krasses passiert. Jan hat sich gerade an der Tanke Kippen gekauft und zündet sich gleich eine an. Auf einmal kommt der Besitzer der Tankstelle und fragt, wie blöd bist du eigentlich? Willst du, dass hier alles in die Luft fliegt? Jan fragt sich jetzt, hat der Besitzer recht? Kann seine kleine Kippe die ganze Tankstelle in die Luft jagen? Betrachten wir dafür zuerst mal das Benzin. Dass das brennbar ist, dürfte jedem klar sein. Es hat einen Flammpunkt von minus 21 Grad Celsius. Das bedeutet so viel wie, ab der Temperatur kann man eine Flamme über das Benzin halten und die breitet sich dann aus und das Benzin-Luftgemisch über der Flüssigkeit brennt dann überall. So wie man es im Film halt auch kennt. Irgendwo angebrannt und die Flamme breitet sich dann aus. Wichtig ist für eine Explosion aber vor allem das Luft-Benzin-Verhältnis. Nur wenn das Verhältnis stimmt, kann es zu einer Explosion kommen. Wie ist das jetzt an der Tanke? Die Benzindämpfe, die aus der Zapfpistole kommen, werden gleich wieder eingesaugt. Das verhindert zum einen die Bildung eines explosiven Gemischs, zum anderen bleiben dann auch schädliche Stoffe wie Benzol in der Anlage und gelangen nicht nach draußen. Doch was passiert, wenn Benzin verschüttet wird? Kann die Zigarette das entzünden? Die Zigarette ist zwar im Inneren sehr heiß, trotzdem besteht durch die weggeworfene Zigarette keine so große Gefahr wie in Actionfilmen dargestellt. Wenn sie direkt in einer Pfütze aus Benzin landet, geht sie aus. Verrückt, oder? Grund dafür ist, dass die Zigarette nur im Inneren so heiß ist. Außen wird sie von einer kalten Ascheschicht ummantelt. Doch durch die Benzinpfütze entsteht auch ein Benzin-Luftgemisch. Das zu entzünden ist möglich. Dafür braucht man aber einen Funken. Der kann aber mit Pech entstehen, wenn die Zigarette auf den Boden fällt und unglücklich aufspringt. Vor allem das Anzünden der Zigarette ist aber gefährlich. Da habt ihr ja mehr als nur Funken, nämlich eine brennende Flamme. Und die in der Nähe eines Benzin-Luftgemisches reicht für eine Explosion vollkommen aus. Also vom Prinzip her ist es unwahrscheinlich, eine Explosion durch eine weggeworfene Zigarette auszulösen, da es zum einen ein gutes Benzin-Luftgemisch geben muss und man zudem einen Funken braucht. Das heißt aber nicht, dass es unmöglich ist. Zudem ist das Anzünden der Zigarette und alles, was Funken schlägt, sehr gefährlich. Und da Lebensgefahr durch die Explosion droht, sagt der gesunde Menschenverstand, die 5 Minuten kann man ohne Kippe aushalten. Das hat jetzt auch Jan gecheckt. Dann überlebt man wenigstens sicher und kann hier weiter unsere Videos schauen. Zum Beispiel das Video darüber, wie man das Alter von Knochen bestimmt. Also einfach hier reinklicken. Hier noch eine kleine Quizfrage. Warum soll man sein Handy nicht an der Tankstelle benutzen? A. Die Besitzer wollen keine Selfies sehen. B. Wenn das Handy runterfällt, kann es zu Funken kommen. Oder C. Man soll das Münztelefon an der Tanke benutzen. Schreibt eure Vermutung in die Comments. Haut rein!